Yay, yay, hallo. Oh, scheiße. Pubertät. Jasmin, Blue ist am Start. Herzlich willkommen, Jasmin. Dankeschön. Eine Ehre, dass auch du da Pubertät, bist. Auch Pubertät, Stimmbruch. Auch Pubertät, Stimmbruch, genau. Wir machen heute Tag der Pubertät bei uns hier auf der Bühne. Nein, es ist Tag der freien Schelle. Und ey, Leute, schön, euch wiederzusehen. Schön, dass immer noch Leute hier stehen und Bock auf den Kram, den wir produzieren. Tag der freien Schelle ist ein Format für euch, damit wir all unseren Frust an euch auslassen können. Deswegen toll, dass ihr da seid. Wir werden gegen Leute von euch spielen und sie kaputt machen. Und du hast gesagt, voll Bock drauf. Ja, vor allem das Game, das passt ja wie Arsch auf einmal. Ja, genau. Wir werden gleich heute, Tag der freien Schelle, also die Gamescom Edition weiterspielen. Wir werden Mario Kart 8 spielen. Gegen zwei Leute von euch. Und ich merke schon, einige Leute sind hier am Start. Wer würde denn von euch behaupten, dass ihr gut wärt bei Mario Kart 8? Oh, eine Menge, krass. Alter. Nicht schlecht, okay. Alles klar. Genau. Und wer von euch hat mehr als 200 Stunden Mario Kart gespielt? Oh, ja. Okay, die gleichen Hände bleiben oben. Die sind selbstbewusst. Ja, ich finde es ganz gut, dass ihr alle keine... Ja. Es gab schon eine Vorauswahl. Ja. Wollt ihr meinen Platz vielleicht einnehmen? Jasmin, schön, dass du am Start bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Dankeschön an YFood. Ihr habt das Ganze hier mitsupportet. Wir machen das hier mit euch gemeinsam. Ja. Vielen Dank. Ja. Ganz liebe Grüße an alle Leute, die heute nicht unter den 4 Millionen Leuten hier in Köln sind. Alter, es ist voll. Ja, Wahnsinn. Es ist voll. Es ist wirklich krass. Also man braucht teilweise von Halle 7 bis 8 jetzt 10 Minuten. Es ist alles vollgestopft. Ja. Aber hier haben wir es ja schön. Es ist eine schöne Brise. Ihr seid alle da. Wir haben Bock. Ja, sehr gut. Und du musst heute carryen. Ich muss heute carryen. Ja. Mario Kart werde ich machen. Unser Ziel ist ganz deutlich bei diesem Format: einmal die Community platt machen, hochoffiziell. Ich glaube, das fällt dir fast ein bisschen schwer, oder? Jasmin, wirklich ganz kurz, lass uns nur kurz schnacken und danach machen wir unsere Community fertig. Ja. What the fuck, Alter? Was geht ab bei dir, Alter? Du bist so gut. Du machst so viel Kram. Das ist echt schön zu sehen und mitzuverfolgen, was die letzten Jahre bei dir eigentlich abging. Dankeschön, also, Dankeschön. Einfach mal positiv. Also, ey, Blue, wirklich, du feierst deine Leute mit allen Leuten. Du motivierst viele Frauen und motivierst viele Leute da draußen. Danke. Schön zu hören. Dankeschön. Warum bist du so scheiße Mario Kart? Ach ja, also eigentlich mochte ich immer Mario Kart 64. Und dann habe ich die nächsten Teile nicht gespielt und dann kam jetzt ja der 8. Und da war ich halt nicht mehr drin und es war alles so neu und ich hatte nicht die Zeit reinzukommen. Und dann habe ich zu jedem Streamer immer gesagt, auch wenn meine Community sagt, Mario Kart, ich so, nee Leute, ich bin immer hinten, ich muss immer diese Bomben schmeißen. Ich will kein Mario Kart spielen. Dann kam ich zu euch, habe gesehen, Mario Kart. Ja, ey. Und meine Community hat sich einfach so totgelacht. Ja, alles, um deiner Community auch mal ein bisschen Spaß zu machen. Genau. Die Sadisten sind hoffentlich heute am Start. Ey, ich bin heute ein bisschen gehässig, so, das habe ich gelernt. All die letzten Jahre, also wie gesagt, Tag der freien Schelle. Wir haben schon ein paar andere Disziplinen hier gehabt. Ja. So viel kann ich sagen und zusammenfassen. Und ich verallgemeinere es auf die Rocket Beast Community. Ihr wart ganz schön schlecht. Mal gucken, wie es heute ist. Meine Erwartungshaltung ist deutlich, das wird für euch nichts. Also relativ simpel. Und selbst nur die nicht so gute Mario Kart ist, wir machen halt euch einfach lang. So einfach ist das. Und damit starten wir auch. Das ist ungewohnt für dich, ne? Ungewohnt für dich. Ja, das ist wirklich, du bashst hier einfach alle weg. Ey, wenn du 20 Jahre in diesem Business bist, irgendwann wirst du gehässig. Guck dir Eddie an. Ja, ja, das stimmt allerdings. Ja. Also, ihr lieben Leute, die ihr hier seid, schön, dass ihr am Start seid. Ihr Leute, die zu Hause am Start seid, schön, dass ihr am Start seid. Wir haben tatsächlich heute im Vorfeld Leute gefragt, die schon hier am Stand waren, wer will halt mitspielen. Deswegen, und wir haben welche rausgesucht und wir starten jetzt endlich mit dem Tag der freien Schelle hier bei Rocket Beans mit dir, Gnu. Wir beide spielen gegen zwei aus der Community und mal gucken, wer am Start ist. YFood, unser Partner, haben uns das Ganze ermöglicht. Die kriegen ein nettes kleines Paket, wenn sie uns schlagen sollten. Genau, und das Tolle ist, ihr für die Community, seid doch für die Community. Wenn die uns abreißen, seid ihr laut, freut euch. Und dann geben wir euch nämlich noch, das ist nämlich die Gaming Edition, die kam jetzt neu raus, mega lecker. Die werden wir dann nämlich auch euch geben, deswegen seid schön laut. Wenn die Community gewinnt, bekommt ihr was. Wir unterschreiben das dann noch. Und das wird euch nämlich auf der Gamescom helfen, weil ich renne von Stand bis Stand. Und die haben mir richtig geholfen, weil ich oft nichts essen konnte. Ja. Deswegen freut euch. Fudge Brownie schmeckt mega geil. Also, Community, eure Freunde, wir hasst uns. Ja, aber nicht schmeißen. Mal gucken. Also, ich meine, das ist bei Community so. Also man zermartert sich auch gegenseitig. Und ich meine, wenn man jetzt einmal rüber guckt, das wird nichts für euch, sag ich mal. Herzlich willkommen, ihr beiden. Bitte nehmt schon mal Platz. Ein Applaus für die ersten beiden Contestanten. Einmal direkt die Headsets aufsetzen, ihr beiden, dann hören wir uns auch besser.
Oh ja, das ist besser. Es ist besser, ne? Ja. Ja. Okay, alles klar. Schönen guten Tag. Hi. Wie wollt ihr verlieren? Gar nicht. Oh. Komm, wir fragen einmal ganz kurz. Hallo, wer bist du? Ich bin Caro. Hallo Caro, schön, dass du da bist. Wie ist dein Name? Marco. Hi. Oder Huckel. Oder Huckel. Huckel, ja. Huckel, alles klar. Alles klar. Caro und Huckel, schön, dass ihr dabei seid. Ihr beiden spielt jetzt bald gleich gegen Gnu und mich. Du siehst ein bisschen aggressiv aus, Caro. Ich sag, also er ist positiv aggressiv. Die Frau hat Selbstvertrauen, das gefällt mir. Ich glaube auch. Ja, also ihr habt Erfahrung mit Mario Kart. Ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Scheiße. es ist Karma, ne? Immer groß Fresse machen und dann gewinnen und dann kann man noch in dem Sieg baden. Das ist mein Plan gerade. Wir haben damals auf der LAN-Party die ganze Nacht durchgespielt gehabt. Haben wir? Nee, also. Wir beide. Also ihr beide? Ja. Achso, okay, dann ist ja gut. Ja, ja, ich habe Gangbeast habe ich gespielt und sehr viele Leute platt gemacht. Das war sehr, sehr schön. Man hat's gehört. Ja, danke schön. So, wir wählen schon mal aus. Also, eure Community-Vertreter sind hier am Start. Huckel und Caro, ihr spielt gegen uns beide. Wir werden 4 Strecken gegeneinander spielen, hintereinander. Bitte wählt schon mal eure Figur aus, die ihr euch aus... Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass wir Pro-Controller haben. Ich habe schon mit Joy-Cons gerechnet. Ja, echt? Oh. Nur weil du bei Rocket Beans bist oder was? Es war auf Alan so. Also. Ja, okay. Okay, alles klar. Ey, kann ich nichts gegen sagen, werde ich auch nichts gegen sagen. So, ich werde, ja komm, ich mache meinen Standard. Ist okay. Okay. Okay, stopp. Wir müssen einmal die Maps einrichten. Ganz kurz warten, bitte. Ja. Achso, warte, nee, falscher Knopf. Irgendwer hat den falschen Knopf gedrückt. So, bitte nochmal auswählen. So. Ich nehme Yoshi, weil den kann man nicht böse sein, wenn er verliert. Genau, dankeschön. Einen großen Applaus für unseren Kollegen Ron, bitte. Bitte. Ah. Und auch für alle Kolleginnen und Kollegen, die hier hinten mal lochen wie nichts anderes und gestern Abend beim Flunkyball alle ihre letzte Energie verloren haben. Selbst schuld, sage ich dazu nur. Was geht? Genau, ja, Buddy. Ja? Was soll ich tun? Also auf jeden Fall den Zelda. Ja, das auf jeden Fall. Alles gut. Du kannst auswählen, was du willst, Gnu. Okay. Ist rot, ne? Wir ballern die einfach weg. Aber mit was ist gut, wenn man sich als Noob bezeichnet? Nimm einfach einen Standard-Card, würde ich sagen. Ja, ich würde kein Motorrad nehmen. Motorrad ist aber nett, dass du mir hilfst. Magst du mir noch ein paar Fotos? Magst du mein Team? Okay. Nee, also, wie gesagt, ich kann für den Anfang Motorrad nicht empfehlen, weil beim Drift ist ein bisschen... Das ist halt Standard, ne? Ja, mach mal ruhig. Standard und so ein paar schöne Reifen. Ich pick das selbst auch immer nur nach Style. Also okay, dann machen wir mal, passt zu meinem Auto. Das sieht gut aus. Ich fahre deswegen auch Mercedes. Einmal A drücken, bitte. Okay. Haben wir die Stats für die Fahrassistenz und alles ausgeschaltet? Nein. Können wir nochmal gucken. Die brauche ich. Caro, was du geht, kannst Alter? Echt? Okay, scheiße. Ich sag mal so, die kann sehr scheiße werden. Es kann positiv und negativ verlaufen. Ich finde, das ist the story of my life. Okay. Okay, wir fangen an. Wir fahren natürlich die 150er-Klasse. Sehr gut. Wir spielen in Teams. 2 gegen 2, 4 Strecken. Und wir starten das Spiel. Du hast die EG ausgesucht, das heißt, die Teams sind bereits ready. Nee, ich hab EG. Okay. Moment. Du musst einmal rechts rüber. Genau. Also, Koopa, Yoshi, das sind wir beide gegen EG und den schwarzen Shy Guy. Wer von euch ist EG? Caro? Du ja. bist? Okay, Huckel. Bin der Wahnsinnige. So, liebe Leute, Gnu hat es gerade gesagt, ihr könnt natürlich für die beiden Community-Vertreterinnen und Vertreter sein. Dann habt ihr auch die Chance, einen Fudge Brownie zu kriegen. Da hast du mitgewirkt, ne? Bei der ja, Edition. Genau. Deswegen, die Sorte ist mega gut. Die Gaming Edition, also Community gut, ihr laut und dann gibt's was Leckeres. Deswegen... Ja. Aber bitte nichts schmeißen auf uns. Ja. Bist du sicher, dass du die Strecke fahren willst? Ja. Also das sind die Strecken, die mein Kollege eingestellt hat. Warum? Ja, also du bist jetzt, wenn du zurückgehst, du hast die komplette Auswahl. Also wir können uns jetzt halt entscheiden, was wir spielen wollen. Ja, ich weiß, aber ich meine, die Kollegen haben das ausgewählt. Ansonsten sagen die mir das aufs Ohr vielleicht ganz kurz. Aber ich meine, die werden jetzt ausgewählt. Okay. Ich warte kurz aufs Signal, aber ich meine, wir können starten. Okay. Ja. Okay. Alles klar. Ach, wir dürfen sie auswählen. Okay, alles klar. Dann nehme ich Waluigi Flipper. Finde ich cool. Nicht verkehrt. Kenn ich nicht. Sagt mir alles. Ja, okay, alles klar. Alles wir dürfen unsere Schwäche nicht zeigen. Alles klar. Ich habe mir jetzt gerade eine ausgesucht, die nächste Strecke, die wählst einfach ihr aus, nach Style. Nur ich mag deinen Blick gerade sehr. Der ist so ein bisschen... Oh, Digga, was geht, Alter? Mario Kart, hast du den Arsch auf, ey. Du bist gerade mein Mutterschiff. Oh, ich war... Oh. Alles klar. So, ihr Lieben, Tag der Freiheitsstelle bei Rocket Beans. Und wir wollen Gas geben. Oh, ich habe den Superstart verpasst. Ich bin schon ein bisschen ist nervös. Ist egal. Das ist alles Absicht. Klar. So, let's go. Relativ einfach. So ging es mir nach dem Bootshaus übrigens gerade auch. Oh je, warte mal. Easy. Okay, ich muss auch erstmal reinkommen, merke ich gerade. Ah, du. Okay, also wir sind hinten. Das ist schon mal schlecht. So,
Ja, Leute, ihr seht, wer ist auf Platz 1? Ich will ein bisschen Lärm hier. Feuert die beiden mal an. Ja, sehr schön. Oh, warte mal, ich komme aber gerade überhaupt nicht klar, ey. Ja, ich auch nicht. Aber hey, das ist alles nur Taktik. Wir lassen die erstmal die erste Runde. Ja, und dann überholen wir die zweimal. Würde ich auch sagen, ne? Das ist unser Plan. Sind wir echt vorne? Ah, da. So, nee, wir sind halt hinten, ey. Nein. Ja, meilenweit was hinten. Was habt ihr euch auch dabei gedacht, Mann? Ich bin hinten, ich raff gar nichts. Oh, ich schieße dich ab aus Versehen. Ja, super. Alter, ich. Oh mein Gott, ich sehe schon. Ja, ich baue Scheiße. Haben wir schon die erste Runde? Nee, noch nicht. Oh Mann, Buddy! Ja, es ist nicht gut. Es ist nicht so gut, was wir hier machen. Verdammt, das hat mich schon getroffen. Hey. Weißt du, nach der Runde kommt Mario Kart bei mir auf die Play. Ich hab dich abgeschossen. Ist okay, ist okay. Das muss euch freuen. Ja. Ja, Sadismus raus jetzt hier. Caro, erzähl doch mal, was geht denn bei dir so? Voll konzentriert. Voll sagen, das ist jetzt ja, ich Taktik, die du dankeschön, da dankeschön. Ja, das kann ich auf jeden Fall. Ihr könnt doch ruhig mal stehen bleiben, euch relaxen während der Fragen. Ja, ein kleiner blauer Panzer jetzt einmal Gas geben jetzt hier. Einmal ein bisschen hinterher. Tatsächlich, dieses Spiel wurde ausgewählt, weil Nils extrem gut in Mario Kart ist. Sehr unangenehm gut. Der Kollege ist leider ausgefallen, was sehr, sehr schade ist. Der ist wirklich traurig. Aber gegen ihn habt ihr tatsächlich einfach keine Chance. Sorry. Ja, kein Ding. Okay, das finde ich gut, wenn ihr euch gegenseitig ein bisschen platt macht. Ja. Das finde ich fair. So, zweite von drei Runden. Das sieht für uns nur so bedingt gut aus, sag ich. Semi-gut, ja. Semi-gut, ja. Ihr seid relativ weit vorne, ja. Ach komm, das ist so schlimm, ist es doch jetzt gar nicht. Ja, die Strecke ist noch relativ neu, da kann es gar nicht so viel vorkommen. Ich habe eine Frage, darf ich zu euch ziehen? Ey, was geht? Also du, hallo? Darf ich wechseln? Nein. Immer, aber dass du sagst, die Strecke ist relativ neu, du musst halt schon mit erwähnen, das ist eine alte Strecke, die man von früher kennt. Genau, okay. Vom DS, eine neu adaptierte Version. Also, Caro, hast du die schon gespielt, die alte Version? Ja. Okay. Sagen, DS habe ich damals nie gespielt. Verdammt. Hast du auf dem SNES angefangen, oder? SNES war das erste, wo ich gespielt habe. Und dann durchgehend alles, außer die Handheld. Okay. Ja, das ist ja dann ein bisschen lame. Dann bist du ja gar kein Profi. Das ist richtig. Ich raff gar nichts. Okay. Lu, was ist mit dir? Ja, wo bist du? Ich habe die tollsten Items hinten und genieße mein Leben gerade. Sehr gut. Aber ich bin sehr konzentriert. Aber das müsst ihr euch doch freuen! Ja, das... Feuert die beiden mal an, die rasieren hier! Oh Mann, ja. Sehr schön. Ja. So, okay, ich würde sagen, das war die Aufwärmrunde, die zählt nicht. Ich glaube auch. Also wir haben ja noch ein paar Matches, ein paar Runden vor uns. Noch ist diese Partie nicht vorbei. Nur die erste Runde war schon mal richtig erbärmlich. Gott. Bist du überhaupt schon im Ziel? Nein. Jetzt. Erst kurz davor. Ich lasse mir ein bisschen Zeit, ne? Mann, ey. Ja. Du musst noch um zwei Kurven, dann hast du es geschafft. Ja. Ach, du weißt es sogar. Caro, ich finde es schön, dass du supportive bist. Also, ich fasse schon mal zusammen. Die erste Runde, die erste Strecke geht an die Community. Das ist doch echt Quatsch, sage ich dazu. Einfach nur Quatsch, aber wir spielen vier Runden. Mal gucken, es gibt eine schöne Wall of Fame für euch, wenn ihr uns dann offiziell platt macht nach vier Runden. Mal gucken. Da sind schon einige Community-Mitglieder drauf, aber wir spielen weiter. Genug, wir müssen jetzt jede Runde gewinnen. Ansonsten, das habe ich unter anderem mit unserem Partner Y-Food abgesprochen, war es das halt. Ach so. Komplett. Nehmer? Ja, schön, dass du mir das jetzt sagst. Nein. Ich würde eher was von den Älteren nehmen. Ich würde auch sagen, Caro, du darfst dir eine Strecke auswählen. Was heißt älter? Hast du da irgendwas, was du favorisierst? Ja, was möchtest du? Sag mal einen Cup und dann sage ich dir. Wie wär's was für Anfänger? Pilzcup. Mhm. Und Anfänger? Da hätte ich gerne entweder den Wasserpark oder den Steinbock. Ja. Dann nehmen wir den Steinbock. Steinbock. Glaubt ihr, würdet es schaffen, wenn ihr stehen bleibt, ich überrunde euch eine Runde und dann startet ihr erst? Nee. Das Risiko eine komplette Runde wird schwierig. Und eine halbe? Mit gewissen Items möglich, aber das ist dann halt Glückssache. Das machen wir in der letzten Runde, wenn es so erbärmlich weitergeht, ja. Okay? Okay. Zweite Strecke bei der Tag der freien Schelle. Die erste kleine Schelle, die haben wir... Wir haben ausgeholt und uns selber geschlagen. So ist das halt. Nu und ich gegen Caro und Huckel. Zweites Rennen. Okay, jetzt machen wir. Jetzt geht das mal ab hier. Und, Mann! Aber, okay. Nini hat es auch erwischt. Das finde ich gut. Ich bin nicht der Einzige, der es... Ich habe das Gefühl, es gibt einen... Alter. Oh, Buddy, es muss euch freuen, Mann! Toll, Buddy! Ist gar nichts, gar nichts. Da sieht man halt zum Beispiel... Ey, sag mal, aber warte mal.
man kann hier nicht richtig runterfallen. Das ist, weil da noch der Autopilot drin ist. Genau, man kann hier nicht richtig runterfallen, der Pudi hat es geschafft. Ja, aber irgendwie raff ich gerade gar nichts. Pudi, kriegst du das System aus? Nee, ich habe irgendwie Probleme mit der Steuerung tatsächlich. Ja, das ist der Gegner, der steuert gegen, weil da eine Fahrhilfe mit drin ist. Das siehst du daran, dass hinten dieses Fähnchen ist. Genau. Ach Mann, ey, das ist das. Ich habe vorher nachgefragt. Ja, hast genau. Ich überlege auch tatsächlich, ob wir es ausstehen, weil das... Dann müssen wir alle mal Start drücken. Ach, das schaffen wir jetzt, komm. Können wir das jetzt machen? Ja, dann müssten wir Start drücken. Okay, ganz ehrlich, das möchte ich jetzt. Und jetzt, Einmal L. L. Gut. Genau, und dann passt es. Genau. Okay, alles klar. Ich war einmal nicht Letzte. Bei Buddy, du musst, glaube ich, du bist Cooper, ne? Ja. Du musst noch L drücken. Hab ich. So, ja, das ist raus. Okay. Und Knu ist, bei dir würde ich auch Y drücken. Genau. Weil aktuell steuerst du so. Ich? Ja. Und sie hat auch noch das andere Dingens an. Also du, bei dir ist gerade an, dass du steuerst quasi jetzt mit Controller, der hält dich auf der Strecke und er gibt automatisch Gas. Ja, das ist doch gut. Okay, wenn du das willst, dann kannst du so weiterspielen. Der Controller kann auch von sich selber spielen, okay. Habe ich gehört. Dann mach ich ja. Also rein direkt, wenn es los ist, fährt er, aber er fährt nicht besonders gut. Okay, das erklärt alles. Stell es mal aus für mich. Okay. Wenn ich jetzt die ganze Zeit runterfall, tut mir leid. Jetzt könntest du runter. Okay, seid ihr bereit? Hallo. Auf die Plätze. Wir spielen weiter. Das war ja erbärmlich. 1, 2, 3, los. Ja. Mann, ey. Das erklärt so vieles gerade. Ja, auf jeden Fall. Ohne Empfohlen. Ja, ihr habt auch. Caro, du hast es angesprochen. Ich habe nicht zugehört. Mhm. So bestraft einen, dass, wenn man nur meckern will. So, jetzt wird's besser. Ja, sehr gut. Was heißt hier sehr gut? Hört auf, ihr Sadisten. So, alle Items, Gnu. Ich bin auf Platz 4, du musst das hier rocken, bitte. Diese Runde. Dankeschön. Ich bin dabei. Ich sehe einen Iggy. Gnu ist nicht weit hinter mir. Was? Du bist nicht weit hinter mir. Der mag es auf mich warten. Ich muss dir was zeigen. Wenn du an mir vorbeifährst, habe ich auch was für dich. Echt? Das ist aber nett. Wollen wir das mal hier austragen? Bleibst du mal stehen? Ich habe zwei davon. Komm, sei doch nicht so schüchtern. Komm on. Du hast zwei davon. Ja. Jetzt will ich aber sehen. Oh Mann, ey. Entschuldigung. Ja, du. Buddy! Das hast du davon. Entschuldigung. Mann. Ja, es ist passiert. Es ist geschehen. Mann. Okay. Oh, es ist viel, viel besser jetzt. Ja. Aber. Dankeschön. Du hast mich abgeschossen. Ja, aber nur kurz. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das muss euch freuen. Ja. Was ist denn bei mir jetzt das Fähnchen wieder an? Echt jetzt? Nee, das bringt aber nicht. Das Fähnchen ist nur an, weil du Team bist quasi. Oh, mein Gott. Da ist ja oben so dieser. Ja, gut. Okay, Buddy, du carries, ne? Siehst du Iggys hotten Rücken noch? Ja, ich bin langsam, komm ich ran. So, okay. Aber es reicht nicht. Meine Güte. Aber es wird besser. So. Oh mein Gott. Es wird besser. 2-0 wird das hier eine um. Ja, Mann, ey. Au! Oh Mann. Lu, was ist mit dir? Ja, seitdem wir die Einstellungen ausgestellt haben, wird's besser oder schlechter? Funktioniert mein Leben nicht mehr. Das gleiche wie als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Wir geben Gas, es sieht nicht so gut aus. Ihr führt deutlich. Ich wähle mal eine ganz schnelle Strecke aus, damit wir gleich das zweite Match noch machen können. Der Chat sagt, möchte noch alles drin. Sag ich auch. Pure Chaos erleben? Ja. Dann wähl mal den Babypark. Ja, der Babypark ist immer gut. Mit Vorsprung? Bin ich doof, wo ist Babypark? Da ist er, genau. Also Babypark ist super. Babypark kriegst du eine Runde Vorsprung. Oh, nein, Runde? Hör auf jetzt. Eine Runde? Es sind aber 7 Runden. Es steht 0-2 aus Sicht. Dafür mal Applaus, denn ich nehme mich jetzt mal ernst hier. Ne? Eine Runde Vorsprung. Ja. Was, echt? Ja. Man muss aber beachten, bei Babypark sind es insgesamt 7 und nicht nur 3 Runden. Ja, ja. Deswegen eine Runde ist kürzer. Ey, ich habe die Steuerung jetzt gerafft. Seid ihr sicher? Okay, Buddy, wir haben eine Runde Vorsprung. Na gut, okay. Klingt zwar jetzt überheblich, aber komm, wir probieren es einfach mal. Okay. Ja, mal gucken. Hey, das ist ja richtig geil. Okay, wenn wir das verlieren, ne, dann ist es aber wirklich peinlich. Okay. So, jetzt. Nicht mal einen super Start geschafft. Okay, gar kein Problem. Buddy, bitte schieß mich nicht ab. Ich bin in deinem Team und ich bin dein Freund. Ja, ein bisschen habe ich aber auch ein bisschen Bock. Oh, da sind sie wieder. Okay. Oh, come on. Okay, du bist ja... Oh, ich habe zu eng. Oh, Mann. Ein bisschen Pressure ist da, ne? Ja, ein bisschen Pressure ist da. Nein! Habe ich dich abgeschossen? Ich weiß es nicht! Ja, möglicherweise. Aber es gefällt den Leuten! Hey. Meine Güte, come on. Come on, Platz 2 ist
noch da, aber ich spüre schon Pressure. Pressure. Da kommt schon wieder jemand mit seinem wohlgeformten Panzer da hinten an. Ja, aber ich glaube tatsächlich, das ist ein bisschen voreilig gewesen jetzt die ganze Runde. Oder, Huckel? Ja, wieder, das kann sein, aber... Ich hab nichts mehr im Hintern, das hört sich falsch an, ich brauch was. Gib mir einen alten Mann. Oh Mann, ey. Nimm die Kurven zu eng. Jetzt, ich fühle mich wieder safe, da kommt nämlich gerade eine rote. Nein! Ja, Bonnie, ich hab... Fahr! Maris, ich hab den perfekt abgewehrt. Seid leise! Seid leise! Nein! 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 Ah! Wie viele Runden hat das? Letzte Runde jetzt. Ja. Easy. Oh, shit. Jawohl, sauber genug. Ja, ja. Alles gut. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Hey, aber nett, dass ihr das zugelassen habt, ne? Ja, ist nett. Also, wer weiß, wir gucken mal, wenn wir jetzt gleich Erster und Zweiter werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es noch schaffen. Ich glaube, ach, könnte nicht mehr funktionieren. Könnte. Nein, leider nicht mehr funktionieren. Aber wir spielen das aus, letzte Runde. Das machen wir, aber da schon mal deutlich. Ah, okay. Mein Fett ist, glaube ich, kaputt. Das ist eine gute Ausrede. Ja, meins geht auch nicht. Das fällt die ganze Zeit aus. Ernsthaft jetzt? Nein. Hey, wer weiß. Ich glaube auch, dass es ausfällt. Und ich wähle einfach mal schnell noch eine... Ich wollte gerade sagen, wählt ihr noch eine Strecke aus dafür. Okay. Okay. Zack. Bist du da ein bisschen confident in der Runde? Oder warum so schnell? Ich kenne die Strecke und ich habe Lust auf die. Mehr ist es eigentlich nicht. Okay. Mehr ist es nicht. Also, okay. Tag der freien Stelle. Caro und Huckel führen mit 20 Punkten zu 13. Applaus! Es sieht gut aus für die beiden Community-Vertreter im Kampf gegen Rocket Beans. Leider. Aber wer weiß. Knu, lass uns mal bitte nochmal 1 und 2 machen. Bitte. Einmal, okay, komm. Ja, also wirklich, ich bin dafür. Das kriegen wir hin. Ich glaube auch. Nicht, das sorry, direkt lamer Start. Und diesmal bleiben wir näher dran. Amen! Oh man! Los, Kuba! So. Noch bin ich dran. Oh, ich fahr auf den Sand, Mann! Weg mit dir! Weg mit dir! Hinfort! 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 Recke! So, ey. Ey! Ich bin der, schießt mich schon wieder ab! Au! Bombe, ey! Wie ich einfach gar nichts hinkrieg. Oh. Ich schieß sehr viele Feuerbälle, vorsichtig. Ja, ich seh's grad, aber du triffst Iggy nicht. Nee, den wollte ich aber treffen. Deswegen bist du noch vorne Pirschen noch? Ja, komm, wir sind nicht so weit weg. Wenn wir das jetzt 2 Wochen am Stück machen, dann haben wir eine Chance. Wenn die beiden schlafen, ja. Ah, ich Idiot. Oh, Udi! Ich schlafe auf jeden Fall auch gerade. Udi! Es ist ja erbärmlich, ey. Das ist wirklich grausam. So, sieht nicht so gut aus. Für uns. Hey, ich bin ganz nah an Iggy dran. Ich gebe gerade mein Bestes hier, ne? Oh Mann, ey. So, jetzt. Oh, ich bin Zweite. Ja, mach weiter. Ah, er darf kein Item bekommen. Come on. Okay, Konzentration. Mich einfach mit Abstand. Ich bin so weit weg, das ist ja unglaublich. Alter, ey. Ich bin schön, wie konzentriert. Chaos. Sauber. War das Glück? Was du das? Es war ein reines Glück. Warst du das? Nein, das war ich. Okay, gut. Es war einfach, ja, wie gesagt, Glück. Nein, komm. Ich Idiot. Aber man sieht auf jeden Fall eine Steigerung. Ja, aber es war so knapp. Ist ja schön. Ey, ich hab voll den Wolf. Ach, Mann. Caro. Applaus. Das war ein Glück, war aber nur Glück. Der hat von hinten gesehen, der ist abgedotzt und hat dich... Du bist lieb. Ja. Hast du Lust, das Ergebnis offiziell draufzuschreiben für unsere beiden? Also, ich sag's einfach, wie es ist. Scheiße. Ihr beiden, Caro, Huckel, ihr kommt auf die Wall of Fame und hier ist sie. Ihr habt beim Tag der freien Stelle Rocket Beans besiegt. Toll. Ein Applaus für euch beiden. Also einfach gut, cool, oder? Ja, genau. Aber ihr habt ja gewonnen. Ja. Das bedeutet... Ja, okay, ich weiß was. Ja, ich gebe mal ein paar aber raus. Warte. Ja. Bevor ihr was kriegt, wer ist denn lauter? Welche Seite? Wir machen es einmal so. Ihr sagt
Rocket und ihr Beans und du entscheidest, wer lauter ist, ne? Und dann gibt's eine unterschriebene Flasche. Wir fangen mal an. Ja, okay. Okay. Bist du bereit? Rocket Beans! Alter. Und was sagst du? Deutlich, die war laut, okay, dann darfst du ein Fläschchen hier rübergeben und Applaus. Gut gemacht. Kannst du die nochmal unterschreiben? Ja. Genau. So, und ja, ich gebe einfach raus, oder was? Du gibst raus, ja. Ja, noch besser nicht. Und genießt es und vorher schütteln, ne? Da geht aber noch eine, oder? So, alles klar. Ihr beiden Lieben, ihr kriegt von uns auch einmal das und hinten erwartet euch noch eine Kleinigkeit auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr so gemein wart. Und vielen immer schön Dank, dass ihr viel Mario Kart gespielt habt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr mitmachen durftet. War schon easy für euch gerade, ne? Also schon deutlich, oder? Schon gutes Gefühl. Ach Mann, ey, alles klar. Aber ihr habt euch gesteigert. Also man hat gesehen. Immerhin. Ja. Dankeschön. Die Kurve war erkennbar. Vielen Dank auch. Alles klar. Ein großer Applaus bitte nochmal für Caro und Hucke. Vielen Dank, ihr Lieben. Einmal nach hinten gehen. Unsere lieben Kolleginnen und Kollegen werden euch da nochmal betreffen. Verdammt. Genau. Wir machen einen fliegenden Wechsel. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Und dann kommt das zweite Match. Ja, Mensch, Knu, also ich muss sagen, tatsächlich, ich habe Schlimmeres erwartet. Von mir? Ja. Ja, es ging ja, aber warten wir mal ab. Ich also schwitze auf jeden Fall schon voll. Ich auch, ey, so ist das. Hallo. Und die nächsten Community-Mitglieder, herzlich willkommen. Applaus. Schönen guten Tag. Einen Applaus bitte für euch. Na, schönen guten Tag. Geht. Guten Tag, wie ist es? Ja! Da fragen wir doch einfach mal direkt nach. Einmal vielleicht den Namen. Wer bist du? Benjamin! Moin, Benjamin! Schönen guten Tag, Benjamin! Und darf ich auch nach deinem Namen fragen? Hallo, bitte? Michaela! Hallo, Michaela! Also, Benjamin und Michaela wagen sich auf unsere Couch. Siegessicher mit Sicherheit. Ah, geht so. Wir wählen auch relativ schnell aus, damit wir weiterspielen können. Falscher Knopf. So. Genau. Sehr gut. So, sehr gut. Benjamin, deine Mario Kart Erfahrung. Also seit Mario Kart Double Dash habe ich jeden Teil gespielt. Scheiße. Komm in mein Team. Was? Komm in mein Team. Ja, auf jetzt, Knu. Setz Hoffnung in mich. Also jeden Teil, da ist auf jeden Fall Erfahrung drin. Und Michaela, wie ist es bei dir? Schon mal gespielt. Schon mal gespielt, ja. Okay, alles klar. So, wir checken, was hier los ist. Jetzt geht's weiter. Also, die zweite Runde, 4 Strecken werden wieder gespielt. Die Regeln sind die gleichen. Und ihr, ihr Lieben, wenn ihr wollt, unterstützt Benjamin und Michaela darin, uns fertig zu machen. Wir wollen das nicht. Wir wählen einmal ganz schnell unsere Charaktere aus. Yes. Okay, alle bitte mit A bestätigen. Dann geht's weiter. Okay, wir haben was Neues bekommen. Ja, neuen Reifen. Schick. So, und ich mach's mal wirklich auch oldschool hier. Zap, zap, zap. Und wir fahren dann direkt weiter. Ich probier den mal aus. Okay, Brudi, und denk dran, ich bin in deinem Team. Ich hab dir nichts getan. Es macht ein bisschen Spaß, dich abzuschließen. Wahrscheinlich machst du es mit Absicht, du tust es so, dass du einen innerlichen Hass gegen mich denkst. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine reine, das ist eine positive Gehässigkeit, ist das. Oh, ja, genau. So. Es geht weiter mit der Auswahl. Die Teams sind richtig. Wer von euch spielt Rosalina? Ja. Michaela und Peach ist Benjamin. Ich so ist es aus. Ah, so sieht's aus. Okay. Und ich wähle einfach mal die Strecken relativ schnell aus, ja, damit wir hier noch zurechtkommen. Und wir starten mit Yoshis Piste in die zweite Runde vom Tag der freien Schelle hier in Köln. Auf der Gamescom 2022, 3 Jahre gab es Pause. Wir senden ganz liebe Grüße an die Leute zu Hause. Liebe Community-Mitglieder, Tag der freien Schelle, heute physisch in Mario Kart. Ja, so ist das. Geil. Okay, seid ihr bereit? Los geht's, ihr lieben Leute. Wenn ihr möchtet, unterstützt unsere beiden Kontestanten. Rosalina ist links unten und Peach rechts unten. Gnu rechts oben als Yoshi und ich links oben als Koopa. Und los geht's. So, dieses Mal, ich bin jetzt warm geworden. Ja. Ich habe mir ein besseres Setup ausgesucht. Mal gucken. Nee, er ist nicht besser geworden bei mir. Alter, überhaupt nicht. Nein, ich hasse die Map, Mann. Ich überhaupt nicht. Ich hasse die Map jetzt schon. So, jetzt aber. Okay, ich merke gerade, das Fahrzeug, was ich mir ausgesucht habe, ist nicht meins. Überhaupt nicht. Und ich glaube, ich muss die Fahrunterstützung vielleicht auch schon wieder ausstellen. Wenn sie nicht schon ausgestellt ist. Aber wir fahren jetzt einfach weiter. Alles nicht so schlimm. Nu, was ist mit dir? Ich sehe Rosalie. Okay, bitte platt machen. Bitte nicht. Bitte platt machen, die Michaela, ja. Okay. Sehr gut. Gar kein Problem. Okay, so. Ich sehe dich.
und ich werde jetzt mal... Oh nein! Oh, das war fies. Hey, oh, Vorsicht, Vorsicht! Ja, ist kurz vorbeigegangen. Ihr müsst euch freuen! Ja, die Community-Mitglieder sind weiter vorne. Ich glaube, das ist einfach so, die Erwartungshaltung ist einfach schon da. Ja, so, jetzt die sind schon so voll entspannt. Man muss nicht mehr applaudieren, das ist easy peasy jetzt hier. Ist doch nichts Neues mehr, die kacken eh ab. Was wäre denn eigentlich dein Spiel, nur wo du einfach wirklich rasierst? Wo du wirklich sagst, ey, das Spiel, da kommt keiner ran. Hast du eins? Mario Kart 64, da bin ich echt gut. Ach was? Doch. Das ist nicht so weit weg von dem hier. Ja, aber irgendwie, ich kenne ja die Maps nicht und irgendwann war es mir dann auch zu viel und zu bunt. Ah, aber Super Smash Brothers, glaube ich. Oh, ja? Das habe ich auch extrem gesuchtet, ja. Sehr gut. Klingt gut. So, jetzt aber. Ein Roter ist drin und jetzt mal Gas geben. Okay. Ich habe tatsächlich... Ich bin Zweite! Ihr müsst mich ausbuhen, ihr wollt, dass ich Zweite bin. Nein! Ich will, dass du Zweite wirst. Hör auf. Jetzt bin ich wieder Vierte. Mann, ey. Ich habe die Unterstützung wieder an, die macht mich kirre. So, okay, jetzt aber. Let's go. So, Bums. Und jetzt weiter geht's. Oh nein, nein, ich werde nervös. Nein, nicht nervös werden. Okay. Das schaffe ich. Oh, komm schon. Siehst du noch Rosalie? Ja, bin sehr nah dran. Das war dumm. Komm. Hast du einen Stern mich platt gemacht gerade fast? Alter, es darf doch nicht wahr sein, Mann! Nein, verdammt! Nein! Ist eigentlich auch geil, wenn man dafür bejubelt wird, wenn man schlecht ist. Fühlt sich auch irgendwie gut an. Also bei Rocket Beats ist das normal. So, vierter Platz, ich schieße jetzt mal nicht. Obwohl, die Mitglieder werden, glaube ich, ausgelassen, oder? Soll ich mal ausprobieren? Nein, bitte nicht, du schießt mich schon. Nein, ich will den dritten Eimer haben. Es ist zu spät. Ey, Mann, ey. Ja, es ist okay. 1-0 für die Community-Mitglieder Benjamin und Michaela. Aber ist noch drin, komm. Okay. Okay, ihr dürft eine Strecke aussuchen. Gerne mir sagen, was ihr spielen wollt. Michaela, hast du eine Idee? Oder Benny? Benjamin? Abfahrt. Abfahrt. Die Regenbogenstrecke würde ich gerne mal nehmen. Oh. Okay. Ja, ey, ist eine Wahl. Ist eine Wahl. Wo ist sie? Vom N64. Boah, da gab es diese gestörte Abkürzung am Anfang. Könnt ihr die? Ich muss kurz suchen, ob wir die schon. Die müsste eigentlich freigeschaltet sein, ne? Kann jemand von euch die Abkürzung von der Regenbogenstrecke am Anfang? Kann die jemand? Ja? Nicht doof, wo ist da? Trauen Sie, keine Sorge, ich will nicht den Test. Ich will nur sehen, ob es gibt 2, 3, 4. Jetzt gehen die Hände hoch, wenn ich es nicht beweisen müsste. Ne? Also 2, 3 waren, ja, direkt sicher. Magst du dir eine Perücke aufziehen und hierher setzen? Ja, Alter, ey. Nee, wir machen das jetzt. Regenbogenstrecke. Ja, Chat freut sich, Evil Alex freut sich, glaube ich. Jetzt machen wir da mal weiter, ne? So, also, zweites Rennen. Noch ist alles drin. Let's go, Gnu. Da sagt jemand die ganze Zeit, dass die Münzen so wichtig sind im Chat. Ja, das ist korrekt. Ja, dann warum machen wir das nicht? Ich mach das die ganze Zeit. Warum machst du das nicht? Weil ich nicht wusste. Okay, na gut. Oh, ey. Meine Güte, ey. So, come on. Okay. Oh, ich hab euch auch gar nichts gebacken, Alter. Das ist doch echt. Nein, nicht deine Banane. So. Ich bin auf 1, ne? Ja, mach mal weiter, ey. Könnt ihr mich super. Mal bitte ausbuhen? Nein! Lauter. Ey, mein Pet! Ja! Mein Pet hat einfach versagt. Ich bin einfach. Es hat einfach nicht mehr reagiert. So, immer im Blauen. Aus Gehässigkeit kriegt jetzt einen Blauen. Buddy, ich bin auf 1, Mann! Ja, mach weiter! Mach weiter, bitte! Wenn es die Community schon nicht tut. Nein! Alles klar. Nein, ich hab den falschen Knopf gedrückt, Mann! Ist okay. Nein. Verdammt. Ich hab Probleme mit dem Pets, aber das ist eine doofe Ausrede. Das hört sich aber auch sehr falsch an, ne? Ja, es ist okay. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Es reagiert einfach gar nicht. Ah. Nein, 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 nein. Ich hab kein Item, Mann. Geht einfach nicht mehr. Okay, Entschuldigung, ich bin abgelenkt. Gnu, mach sie platt einfach. Ja. Mach sie einfach platt, wirklich. Nein, ich hab kein Item. Da wollte der Benjamin einfach irgendwie hier Regenbogen, hat gedacht, er wird hier richtig, kann er rasieren, aber nein, nee. Nein. Gnu ist im Game, Alter. Ah, sag das doch nicht. Doch, ja, aber dann nicht.
Du musst mich immer ignorieren, wenn ich gut bin. Na gut, okay, alles klar. Das ist bei dir tatsächlich recht schwer, Mann. Ich raste aus. Mann, jetzt bin ich nervös. Es geht nichts. Nein, es war so gut. Okay, es hat so gut angefangen. Nein, ach komm. Michaela, im Ziel, easy peasy. Und ich bin platt. Ich komme hier wirklich zu gar nichts. Okay, ich werde gleich die nächsten Runden werde ich tatsächlich mal checken wegen der Steuerung, weil bei mir ist einfach, ich bin immer geradeaus runtergefahren. Ja, ich weiß. Macht keinen Sinn. Das ist eine gute Ausrede. Ist eine gute Ausrede, dankeschön. Ja, ey, es ist, wie es ist. Wieder zweite Strecke, Benjamin und Michaela. Hey, aber wir waren lang vorne. Du warst lang vorne. Du warst lang vorne, ja. Wir waren lang vorne. Wir waren lang vorne. So, nächstes Rennen, ich werde... Okay, ich suche mal ganz schnell, was wir machen. Und wir machen mal hier so Staubtrockenwüste. Staubtrockenwüste, du. Niemand diese Strecke. Niemand mag die. Und warum mag man die nicht? Hä? Warum? Och, nein. Es ist, weil? Habe ich nur so gesagt. Die Lenkung ist nicht so gut. Genau. Okay. Da gibt es so lustige Sachen, die einen ärgern die ganze Zeit. So, und dritte Runde, Tag der freien Schelle. Gnu im Rocket Beans Kostüm heute hier bei uns am Start. Wir spielen gegen die Rocket Beans Community. Benjamin und Michaela am Start. Und die beiden sind schon wirklich gut unterwegs. Und ich mach ganz kurz... Oh ja, ich merke, was ihr meint. Oh, es ist eklig. Bist du eins? Ich lasse es jetzt. Das ist ein bisschen gemein. Ich darf meine Steuerung nicht umstellen. Deswegen lasse ich es jetzt auch einfach. Nein! Ich will da nicht rein. Mano, ey! So, ich überhole jetzt auch mal dich wenigstens. So, zwei, komm. Wenn ich das jetzt schaffe, dann habe ich eine kleine Genugtuung. So, come on. Und come on. Sieht gut aus. Zweiter Platz. Wer ist vorne? Benjamin ist vorne. Okay. Und Michael ist vorne. Komm schon. Mano. Nicht. Oh, Mano. Aua. Hör auf jetzt. Das war... Die dürfen nicht vorne sein. Nee, echt nicht. Okay, Vorsicht, ich habe einen Sterni. Ja, mach einen Sterni. Da kann ich eigentlich jetzt überall drüber fahren, oder? Ist ja. Einfach komplett egal. Ja, kannst alles wie auf der deutschen Autobahn. Einfach weiterfahren. Fährst du ganz schnell? Nein, ich bin voll die Schnecke. Ich bin immer nur auf der rechten Spur und bin empört, wenn mich jemand überholt. Warum? Ey, der ist einfach nach rechts rausgefahren. Was hatten die an Nummer 1 da vorne am Hintern hängen? Nix. Komm schon. Sei doch nicht so schüchtern, erzähl mal. So, egal, ich sag nichts mehr. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass irgendwer mein Pad von hinten steuert. Kein Scheiß. So aus reiner Gehässigkeit. Die haben mir einfach irgendein Teil hier gedrückt und irgendwer steuert hinten. Nein, und eine Banane reingedrückt. Holy shit, was war denn das für eine kranke Kombo? Das darf doch nicht wahr sein. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder abgelenkt, ne? Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich kacke meine letzte Runde so ab, Mann. Mach mal genug, bitte. Was? Warum? Einfach nach links in die Wüste rein. Ja. So. Einmal kurz checken, Entschuldigung. Ich dachte gerade, du beendest jetzt die Runde. Nee. Okay, so, wir machen weiter, ja? Ja. Es war alles richtig eingestellt, aber komischerweise zieht, also mein Pad macht einfach, ich glaube, das ist ein bisschen broken, ehrlich gesagt. Ist jetzt egal, weil alle sagen wieder, es ist eine Ausrede. Ja, dann nicken schon einige jetzt hier. Ja, ist ja auch okay. Das ist auch in Ordnung. Oh Mann, es ist so... Aha. Ist in der letzten Runde. Ja. Ich bin sogar Vierter. Ja, ich hab dich überholt. Mit einem Broken Pad. Ja, und Applaus. Ja, so ist das. Ah, ey. Schmerz. Schmerz. Ah. Alter, du, ey. Was ist los, ey? Gratulation für die dritte Runde. Ein letztes Rennen haben wir tatsächlich noch und das beenden wir auch noch. Das machen wir. Dürfen wir Vorsprung haben? Nein. Ach, das braucht ihr nicht. Ja. Das macht ihr schon. Nur ein bisschen. Und ihr sagt Mann, Stopp. Ey. Bisschen. Nur ganz kurz. Nur so eine Runde. Vier Runden bitte. So 10 Sekunden, 5 Sekunden. Ey, ich würde sagen, der Babypack machen wir nicht nochmal. Bitte. Ja, Babypack, eine du. Runde.
komm schon. Eine Runde nee, Babypark. Oh Gott. Nein, es sind noch Babypark. Eine, sind na, ja, das aber heißt, Babypark ist. Wir machen nur blau. Schon. So wie die anderen und Freunde. So. Ja. Nein, Babypark haben wir schon gespielt, ist lustig. Wir geben Gas, wir haben ein bisschen nur Zeitdruck, deswegen fahren wir einfach sehr schnell jetzt. Ey, das ist ja gar nicht das. Nee, ich habe jetzt Mann, was anderes ich war gerade verhandeln. Achso, entschuldige bitte. So, letzte Runde. Wir versuchen es nochmal. Alles geben. Wenn, ich würde vorschlagen, wenn wir jetzt gewinnen, nur haben wir komplett gewonnen. Nee, wenn wir gewinnen, dann dürfen wir einmal in die Menge reinjumpen. Oh, Alter. Hast du schon mal Stage Dive gemacht? Nein. Ey, ich würde es so gerne mal machen. Oder... Hab ich schon mal? Ich aber muss kurz nachdenken. Es kann sein, dass ich das schon mal gemacht habe. Nein, hab ich nicht. Habt ihr das schon mal gemacht? Nee. Hab ich schon mal gemacht. Doch, ich hab das mal gemacht. Echt? Ja, ja, doch. Oh nein, ich muss ja lenken. Ja, danke schön für diese Information, Mann. So, gleich überholt. So, Applaus für Tag diese der freien Schelle. Ja, auf jeden Fall. Aber ey, es macht Spaß auch. Nein. Wenn es nicht gut aussieht, es macht Spaß und ich gebe mein Bestes, hier vorne nochmal Peach einzuholen und fahre einfach mal von der Brücke runter. Warum auch nicht, ey? Vielleicht ist das eine neue Taktik, die dieses Spiel noch nicht gesehen hat. Oh, geil. Mann. So, schauen wir mal. Benjamin, erzähl doch mal, hast du eine Ausbildung gemacht? Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Zerspannungsmechaniker. Zum was Mechaniker? Zerspannungsmechaniker. Zerspannungsmechaniker. Magst du mir kurz erklären, was Zerspannung ist? Im Detail vielleicht auch. Also vielleicht kannst du mal den ganzen Lerninhalt in der Ausbildung noch einmal bitte... Das können wir gerne dann hinten nochmal besprechen. Ja, einmal nochmal zusammenfassen bitte. Ah. Ah, das sind die Motorengeräusche von Gnu und mir. So. Es erklärt einiges. Vorsicht! Aua! So, come on! Krass Aufholjagd jetzt, Gnu. Na gut, nein, vielleicht auch nicht. Ey, es ist so schrecklich. Ja, ne? Wir dürfen uns nicht kommentieren, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Aber naja, schauen wir mal. Können wir den durchgehend einfach lassen? Voll ja, bitte. So, wir versuchen nochmal das Beste. Es ist, wie es ist. Ich sag jetzt schon mal meinen lieben Kolleginnen und Kollegen hinten, Entschuldigung. Ich weiß, dass auch Sie genug Tor haben, wenn wir was verlieren, aber wir stehen ja auch jetzt für das Rocket League Team. Ich möchte die Schuld nicht auf dich schieben, nur weil du keine Schuld hast. Ich schieb die Schuld ausschließlich auf die Rocket League Community. Aber dann auf Twitter so, ey, mit der nie wieder, die ist so schlecht. Nein. So 1000 Likes. Nein, das passiert auf Twitter nicht. Ein großen Applaus. Und es wird easy peasy gemixt. Und ich komme als Vierter ins Ziel. Und damit ist es vorbei mit der Tag der freien Stelle. Benjamin, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Michaela, herzlichen Glückwunsch. Auch ihr bekommt gleich nochmal einen kleinen Preis hinten. Wir unterschreiben euch noch eine kleine Flasche. Ja, und ihr habt es geschafft, euch zu verewigen auf der Wall of Fame. Und die sehen wir jetzt auch nochmal. Also 32-12, platt gemacht. Benji und Michaela, vielen, vielen herzlichen Dank. Einen riesengroßen Applaus. Was soll ich sagen? Die kriegen noch was. Die kriegen noch was, das machen wir auch jetzt gleich auf jeden Fall. Ich will nur sagen, vielen Dank fürs Mitspielen. Es tut mir leid, das war wirklich nicht gut. Ist okay. Ist okay oder was? Ich bin dir nicht böse. Das ist lieb. Ich twitter das nur nachher. Das kannst du gerne machen. Ich kenn sie dich. Twitter, nein, easy. Twitter ist ja ein sehr positiver Ort auf jeden Fall. Gar kein Problem. Ich möchte euch nochmal herzlichen Dank sagen. Schön, dass ihr hier wart. Schön, dass ihr dabei geguckt habt. Bleibt natürlich gerne dabei. Vielen lieben Dank, liebe Y-Food-Kolleginnen und Kollegen, dass ihr das Ganze hier unterstützt. Du hast einfach eine eigene Kollektion rausgebracht. Gaming Edition, Fudge Brownie, schmeckt mega gut. Keine Proteine, kann man lecker essen. Genau. Könnt ihr gerne machen. Vielen herzlichen Dank. Das funktioniert gut. Gestern einen probiert, gut ausgewählt. Fudge Brownie schmeckt gut. Also, liebe Leute, Rocket Beans immer noch auf der Gamescom mit Leuten aus der Community, die leider sehr gut Mario Kart spielen. Also, bleibt gerne hier. Gleich gibt's weiter Programm. Wir verabschieden uns. Freudig, ein bisschen traurig, ein bisschen aggressiv. In eine kurze Pause. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bis gleich. Okay.